Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Impfen, testen, forschen sind die Gebote dieser Stunde. Denn die Lage ist ernst. Das Infektionsgeschehen zieht dramatisch an. Wir stecken mitten in der dritten Welle. Die Lage in den Intensivstationen spitzt sich zu. Und die besorgten Appelle von Fach- und Forschungsgesellschaften häufen sich. Gleichzeitig sind die Versäumnisse und Fehleinschätzungen von Forschungsministerin Karliczek viel, viel länger als diese Debatte. Sie lässt die Forschenden im Regen stehen, und bei der Gesundheitsforschung ist die Ministerin immer noch nicht richtig aufgewacht. Wie wir mit einer klugen Grundlagen- und Gesundheitsforschung die Pandemie bewältigen können und künftigen vorbauen, zeigt unser grüner Antrag. Packen Sie es endlich an. Das schlagen wir vor, unter anderem mehr Forschung für Therapeutika. Die Medikamentenforschung hätte parallel zur Impfstoffforschung hochgefahren werden müssen. Zweitens, mehr Wissen über die Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung und deren Linderung. Große Lücken in Ihrer Forschung hier. Drittens, mehr Anstrengungen bei der Suche nach neuen Virusmutationen. Sonst drohen Escape-Mutationen, die bisherige Impferfolge zunichte machen könnten. Die ForscherInnen wollen sich nicht an die Langsamkeit der Bundesregierung gewöhnen, sondern brauchen beherzte Unterstützung im Kampf gegen die Pandemie. Und wir als Bundestag sollten maximal unterstützen und auf die Wissenschaft hören. Mich sorgt, wie die Bundesregierung die Wissenschaft mit Corona-Folgen allein lässt. Nach wie vor keine Hilfe, wenn Forschungskooperationen an Hochschulen durch die Pandemie gefährdet sind. Befristet beschäftigte WissenschaftlerInnen brauchen Sicherheit, damit ihnen durch starre Wisszeit-VG nicht der vorzeitige Abbruch der Karriere droht. Und das zu gewährleisten, wäre ein Job von Ministerin Karliczek, und da taucht sie einfach weg. Zum FDP-Antrag. Keiner hat ein Interesse an langsamen Zulassungsverfahren. Aber Sie können doch nicht einfach Sorgfalt, Vorsorgeprinzip und Patientensicherheit ad acta legen. Dazu dürftige Aussage in Ihrem Antrag. Liebe Kolleginnen, diese globale Pandemie kann kein Land allein bewältigen. Das gilt auch in der Forschung. Erfolge wie die Impfstoffentwicklung waren möglich, weil klügste Köpfe international zusammengearbeitet haben. Da greift der FDP-Antrag auch zu kurz. Die Weltgemeinschaft braucht kein nationales Nebeneinander einzelner Wir-zuerst-Initiativen, sondern echte Kooperation. Darum wollen wir gerade die gemeinsamen internationalen Forschungsinitiativen wie CEPI und den ACT-Accelerator stärken und dann auch dafür sorgen, dass die Ergebnisse allen Menschen weltweit zur Verfügung stehen, im gebotenen Tempo und mit voller Kraft voraus. Schlagen wir endlich diesen Weg ein, dann wird auch die Pandemiebekämpfung einfacher.